Ja, an so einer Straße will natürlich kaum einer wohnen, aber so richtig aussuchen kann man sich das eben auch nicht immer. Ja, da muss eben die Autobahn sauberer werden. Man könnte auch sagen, da muss eben Deckel drauf. Klingt komisch, ist aber ein Vorschlag, der in Hamburg schon in die Tat umgesetzt wird und im Berliner Senat auch viele Unterstützer hat. Auch weil drei SPD-Politiker die Idee im Bezirk ordentlich antreiben. Schön ist hier nichts. Und laut ist es auch. Doch diese drei SPD-Politiker sehen genau an dieser Stelle blühende Landschaften. Schaffen eine wirklich völlig neue, ja, eigentlich Fläche zur Erholung, für Sport, für Freizeit, vielleicht auch für ein paar Kleingärten, dass man woanders vielleicht auch Kleingärten hierher verlagern kann. Oder mal eine Kita oder sowas, also leichte, also Gebäude sind ja auch denkbar. Durchaus. Senioreneinrichtungen, also es gibt also ganz der, viel. Der Flächengewinn würde enorme Kapazitäten liefern. Der Plan, ein Deckel über die A100 zwischen Knobelsdorfer und Neue Kantstraße. Die Autos unter Tage, darüber eine grüne Oase, vielleicht sogar Wohnhäuser, wenn die Konstruktion robust gebaut wird. Ein neues Quartier, soweit die Vision. Der Stadtentwicklungsexperte der SPD hat bereits Anfang Juni einen Antrag dazu im Abgeordnetenhaus eingebracht. Die besondere Troglage der A100 würde sich für eine Deckelung an dieser Stelle wunderbar anbieten. Es ist technisch anspruchsvoll, weil wir hier zwei Fernbahngleise, zwei S-Bahngleise und tatsächlich zwei Autobahnen überbauen müssen. Aber es ist technisch machbar, auch wenn es einiges Geld kostet. Wir gewinnen so viel, wenn wir die gesamtgesellschaftliche Rechnung aufmachen, gewinnen wir mehr, als wir dafür bezahlen müssen. Technisch möglich ist vieles. Ein paar Kilometer weiter beim Britzer Tunnel hat man gleich so gebaut. Auf der Tunneldecke wachsen 650 Bäume und es gibt 6 Spielplätze. Und Wohnen über der Autobahn, das macht man in der Schlange schon seit den 70er Jahren. Und wenn man über die Stadtgrenze bis nach Hamburg schaut, dann kann man sehen, wie ein neuer Deckel über eine Autobahn gelegt wird. Erst letzte Woche hat sich die Fraktion der Berliner Grünen das Projekt angeschaut und die Fraktionsvorsitzende Antje Kappeck wirkt begeistert. Und da demnächst ohnehin rund ums Dreieck Funkturm gebaut werden muss, warum dann nicht gleich noch einen Deckel auf die Autobahn setzen? Es gibt natürlich politisch auch eine große Sorge, dass die Bevölkerung rebelliert, wenn man jetzt hier für 3-4 Jahre lang Baustellenverkehr für 100.000 Fahrzeuge macht. Ich muss eins sagen, es wird zwar mit natürlich Belastung verbunden sein, wenn gebaut wird, aber die Chance, das neu zu gestalten, die hat man einmal alle 50 oder 100 Jahre. Genau. Und wenn jetzt sowieso große Baumaßnahmen anstehen, die mehrere 100 Millionen € kosten, ja, dann sollte jetzt das Land Berlin sofort mit einem Masterplan schauen, was ist möglich, was kostet es zusätzlich hier den Deckel zu errichten. Und ich glaube, das Geld sollte es uns wert sein, weil wir so viel Stadtraum gewinnen. Und dann wird es sicherlich einige Jahre dauern, bis das in die Realität umgesetzt wird. Das stelle ich mir schon mindestens mehr als 10 Jahre vor. Dieses Masterprojekt wäre also vor allem auch ein Langzeitprojekt, das mit Sicherheit mehr als 100 Millionen € kosten würde. Mindestens, sagt sie schon, unser Gast. Wir machen jetzt mal eine Kosten-Nutzen-Rechnung auf mit Antje Kappeck, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Abgeordnetenhaus. Sie waren gerade in Hamburg, haben sich das mal aus der Nähe angeguckt. Da wird ja noch gebaut bis 2019 an dieser Deckelung dort. Und da haben die Hamburger das Glück, dass der Bund das zu 80% übernimmt, die Kosten. Das werden wir wahrscheinlich nicht haben, das Glück. Ja, am Ende des Tages ist das wahrscheinlich eine Verhandlungssache, aber naja, eigentlich nicht, weil der Bund das ja nur übernimmt, wenn die Autobahn sich auch baulich verändert, also wie in Hamburg verbreitert wird, ist ja bei uns nicht der Fall. Also wir müssen wahrscheinlich selber ran. Am Ende des Tages stehen wir gerade vor mehr Fragezeichen als vor Antworten. Aber man kann sagen, wenn man sich das in Hamburg anschaut, dann stellt man auf den ersten Blick fest, es ist leiser, die Luft wird sauberer und die Lebensqualität der Menschen, die jetzt direkt an der Autobahn wohnen, steigert sich sofort. Aus einer sehr grauen, lauten Stadt wird auf einmal eine grüne und das ist als Ziel toll. Ob das in Berlin so geht, was das kostet, was das baulich bedeutet, das sind alles Fragen, die wir jetzt klären müssen. Und dafür wollen wir eine Maßnahmenüberprüfung. Eine Machbarkeitsstudie, die bringen Sie, gut, dass ich Sie darauf bringe. Das ist also das, was Sie jetzt sozusagen auf den Weg bringen. Ja. Ist natürlich bestechend, der Vorschlag. Unten sind die Autos, oben spielen die Kinder sozusagen. Auch in Berlin sollen ja eher Grünflächen oben rauf. Warum nicht Wohnungen?
Das ist eine statische Frage und am Ende dann auch eine Kostenfrage. Natürlich kann man theoretisch auch Wohnungen auf seinen Autobahndeckel bauen, allerdings muss er dann anders gebaut werden und das bedeutet, er wird automatisch teurer. Zudem kann man sagen, es steht außer Frage, dass wir in Berlin mehr Wohnungen bauen müssen, aber es steht genauso außer Frage, dass Berlin nicht grau werden soll, sondern grün bleiben und deshalb heißt es nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Und gerade an einer Stelle, an der die Menschen sehr lange auch unter der Autobahn gelitten haben, glaube ich, ist grün und damit auch saubere Luft sehr verträglich. Ja, auf der anderen Seite ist der Grunewald gleich um die Ecke. Also es ist schon ein bisschen grün in der Gegend. Es gibt auch viele Kleingartenanlagen in der Gegend. Haben wir nicht andere Sorgen, als jetzt da Autos wegzutunneln? Also in Berlin fehlt es an allen möglichen Dingen, zum Beispiel Kitaplätzen, Lehrern, ordentlichen Schulgebäuden. Das sind alles total berechtigte Anliegen, die wir auch verfolgen und große Investitionsvorhaben gerade als Berliner Koalition auf den Weg bringen und gebracht haben. Aber es ist nachgewiesen, dass gerade Menschen, die an lauten Straßen oder Autobahnen wohnen, meist die sind, die das geringste Einkommen haben, die den größten Schaden haben, die große gesundheitliche Probleme bekommen durch die dauerhafte Lärmbelastung, aber auch durch die schlechte Luft. Und es sind oft die, die sich nicht das Fahrticket in den Grunewald leisten können. Deshalb finde ich hier auch für diese Menschen etwas zu tun genau richtig. Vielen Dank, Antje Kapek. Und in Hamburg hat das 20 Jahre gedauert, von der Idee bis zum fertigen Deckel dann nächstes Jahr wahrscheinlich. Also wir müssen uns auf einiges einstellen. Hier in Berlin dauert das ja gerne mal noch ein bisschen länger.